Moinsen, Leute. Wir sind hier in Wendelberg. Und ich habe mich letztens auch wieder ein bisschen verplappert. Und wir schreiten einfach voran, ne? Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Wo ist die Nummer 1? Naja. Aber das sieht man auch wieder mal, dass die Shane, dass die ganzen Arbeiter hier, nicht nur die Arbeit in Form von die Trainerklasse, sondern die erwachsen sind und eigentlich einen Job haben sollten, dass die kein Leben haben. Weil was hat er jetzt die ganze Zeit gemacht? Er war da im Boden vergraben und wartet, bis jemand auftaucht. So wie ein kleines Kind irgendwie, ne? Das ist schon ziemlich merkwürdig. Und natürlich überlebst du das mit einem KP und bist jetzt... Nein, bist nicht schneller. Gut, weil das wäre ziemlich nach hinten losgegangen. Ach ja, Shion. Das ist das Blöde hier. Dass es so zerbrechlich ist, ne? Dieses kleine Flapdrück, so heißt es doch, oder? Oh, yes! Ich habe gewusst, dass es so gegen Ende von Level 30 irgendwann einmal sich entwickelt, aber ich habe irgendwie 39 im Kopf gehabt. Aber dass es jetzt schon so weit ist... Yes! Wow, jetzt haben wir endlich ein Typi, das uns herumfliegen kann. Yes. Ach ja, und dir werden wir im Nu Fliegen beibringen. Einfach nur, dass ich es dann nicht vergesse. Obwohl Fliegen, das wird man nicht vergessen, diese Attacke. So, endlich Shion. Und wir schauen uns ihn natürlich gleich auch an, ne? Aber was lassen wir verlernen? Akrobat kann ziemlich reinhauen, aber wir brauchen da Item Lore hier, ne? Das kann manchmal, obwohl Akrobatik haben wir ja als TM. Also halb so schlimm, ne? Ach ja, das tut gut. Das tut gut, wenn sich die Pokémon mal voll entwickeln, weil da muss ich dann nicht mehr so extrem drauf aufpassen, ne? Weil die schon stärker geworden sind. Es ist ernst, ne? Und yes, das sieht man gern. Auch die Verteidigungswerte und die Fähigkeit ist ziemlich kacke, aber trotzdem, wir sind schnell und können ziemlich hart angreifen. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie an meinen Botrot denken. Mein Gottrot, Gottbrotrot, irgendwie so habe ich es genannt. Irgend so ein Randomizer Rubin, was ich mal so just for the lols angefangen habe. Und da habe ich alles gerandomized, ne? Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das ist einfach zum Beispiel die Pokémon, dass die random auftauchen. In Form von... Auf der ersten Route ist kein Ratfratz mehr, sondern kann auch ein legendäres Pokémon auftauchen. Oder irgendein anderes höher entwickeltes Pokémon oder irgendwie sowas, ne? Und da habe ich halt komplett alles irgendwie. Außer den Typ von den... Nein, Typ und Attacken von den Pokémon, oder? Vielleicht habe ich die Attacken auch. Gewandemeister. Aber ja, das habe ich alles gemacht und dann ist ein Potbot rausgekommen und die Werte habe ich ja auch random gesetzt. Also das jetzt Potbot ist ja so ein Monster in der Verteidigung, in den Verteidigungswerten und auch das habe ich random gesetzt. Und diese Monsterwerte waren dann Angriff und Schnelligkeit, also Init. Und das war so ein Monster, ey. Alles One-Hit. Das hat so LOL gemacht. Ach ja. Du immer mit deiner Robustheit. Das kann schon ziemlich nerven. Aber an das musste ich jetzt gerade irgendwie denken. Das kann dann schon irgendwie LOL machen, wenn da so ein Gott vor dir steht. Ist scheißegal, ob die anderen Werte im Keller sind. Aber da los, einfach angreifen und dann ist es tot. Seht die Mantua schon wieder. Aber wir haben EOs draußen, das ist jetzt halb so schlimm, ey. So, ich habe mich ja gestern. Ja, eigentlich war es gestern, aber letztens verplappert. Und das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Die letzten 2-3 Sessions, dass ich
bevor ich die Session aufnehme, dass ich im Kopf doch das ein oder andere Thema habe und dann bei der Aufnahme überhaupt keine Ahnung mehr, was ich ansprechen wollte. Also ist das eher wieder so random, was ich anspreche, was mir halt gerade so einfällt. Und das ist schon merkwürdig, wenn ich das irgendwie beobachte, ne? Alter, 30, die Manture! Oder Tour, das ist ja so Latein, ne, diese Endung. Was ist denn dann die Mehrzahl? Ein Tour. Boah, es war schon so lange her. Ich glaube, ist das nicht irgendwie... Nein, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, wie das ist. Vielleicht sind ja Lateinschüler da draußen, also könnt ihr mir das schon mal sagen. Ach ja, aber das kann ich euch sagen, ne? Latein habe ich zwar 7 Jahre oder so in der Schule gehabt, aber ja, mit wie lange bin ich jetzt nicht mehr in der Schule? Ungefähr ein Jahr. Und Latein sowieso fast 2 Jahre nicht mehr. Und ich hab fast keine Ahnung mehr von Latein. Das war auch immer so ein Fach, das ist so unnütz. Das hilft dir vielleicht bei anderen Fremdsprachen, ne? Weil das kann wirklich hilfreich sein. Weil, ja, viele Sprachen ihren Ursprung da oder halt parallel mit Latein haben. Oder halt eben ihren Ursprung eben haben im Lateinischen. Und das kann dann dir doch helfen. Aber ich denke mir halt, die einzigen Fremdsprachen, die ich noch lernen möchte, jetzt neben Englisch, habe ich jetzt eh schon, ist eigentlich schon Standard geworden, Englisch, ist halt, du bist ein Trainer, wollte ich sagen, anscheinend nicht. Im besten Fall, wenn ich jetzt einfach mal die Zeit anhalten könnte und pausenlos lernen kann, so gesehen, ohne mir den Kopf zu zerbrechen, irgendwie die Zeit aufzuteilen und sowas, dann würde ich Spanisch und Japanisch noch hier nehmen, weil ich mag die Sprachen. Okay, hier ist ein Item. Ja. Und Japanisch, nein, da hilft der Latein nicht weiter. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Latein dir weiterhilft in Spanisch. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestählt und gestählt. Okay. Aber wenn es gestählt wurde, dann hast du es ja nicht mehr, weil gestohlen. Naja. Nein, nicht dieses Viech. Nee. Warum muss das immer auftauchen? Ich will nicht gegen dieses Viech kämpfen, weil das geht nicht gut. Was soll ich denn jetzt ausrichten gegen das? Host kann ich nicht reinschicken. Eigentlich schon. Probieren wir es mal mit Lilly, auch wenn ich mir da keine Hoffnungen jetzt mache. Weil Lil Minup ist jetzt nicht das Über-Pokémon. Na, Steinagel, ich hasse das Vieh hier. Warum haben die Gegner dieses Vieh? Obwohl, wenn ich mir mal... Oh, Hornbohr sitzt da. Wenn ich mir voll denke, hat irgendjemand von den Top 4 ein Stalobor? Hat der Champion Stalobor? Ich glaube nicht. Da denke ich mir halt, warum habt ihr das nicht? Stalobor ist so das Übermonster. Warum habt ihr so ein Pokémon nicht? Das würde doch alles viel, viel schwieriger machen. Aber wenn sie sich denken, die Top 4, die Elite braucht kein Stalobor. Das Beste wäre sowieso ein Elite 4 Viech mit 6 Stalobor. Stellt euch das mal vor. Stalobor, stellt euch mal vor. Alter, hör doch auf, ich will nicht. So. Mir egal. Ich kämpfe gerade mit einem fucking Lil Minip gegen ein Stalobor. Da ist es mir egal, dass ich jetzt zweimal hintereinander das mache. Das ist mir jetzt gerade nicht egal. Jetzt muss ich es mal schnell besiegen, aber schnell wie der Wind. Energieball sollte mehr abziehen. Okay, der nächste Angriff heißt, du bist tot. Komm schon, Lilly, ich glaube an dich. Ich hab dich nicht umsonst hier rausgeschickt. Du schaffst das, 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 du schaffst das. Nein, es trifft natürlich.
Tschüss. Mann, ey, ich hasse Stalobor. Ich hasse es. Auch wenn es ein cooles Pokémon ist, aber es ist einfach so übertrieben stark. Das gibt's gar nicht. So, knirsche es und dann muss es tot sein. Mann, ey. Irgendwie bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung in letzter Zeit. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ich weiß, ich habe hier auch schlechte Pokémon. Wenn man das mal betrachtet. Hier ein Lilminip. Ich weiß. Das ist nicht das Über-Pokémon schlechthin. Aber ich möchte doch denen auch eine Chance geben. Das ist einfach so. Und schon wieder ein Beleber. Aber trotzdem. Auch wenn ich hier mit einer Ameise gegen einen Elekanten kämpfe, ne? Ein Elekant und nicht ein Elefant. Ist das trotzdem sowas von... Nein, ich hätte das schaffen können. Wenn ich nur daran gedächtet hätte. Aber so ist das nicht. So ist das Leben hier nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendein Eingang? Hier ist ein Doktor. Hallo Doktor. Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner langen Weise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Hast du gerade geheimt? Teilen, heilen? War da irgendwas? Theodor mit Mitototot? Mitototot? Mitotot? Mitotot? Naja. So, ich habe mir ja vor dieser Session Gedanken gemacht, aber worüber, frage ich mich. Da hinten ist etwas, das wollte ich euch schon in der letzten Session mal zeigen. Nämlich ein kleiner Einblick in das Leben von einem Let's Player. Seinen Vorkehrungen, auch wenn ich das fast nie mache, irgendwie was auf den Zettel notieren, was ich dann in Zukunft machen möchte. Aber da habt ihr einen Zettel. Könnt ihr es lesen? Das ist der Grat... Nicht der Graterberg, der Karlberg. In, oder so heißt er doch in Sinnoh. Da ganz am Ende dann in der After-Story-Dingsbums. Das Story ist es eigentlich nicht, aber im After-Game. Da habe ich ja im Let's Play die Kraxler-Items nicht geholt und ein anderes Item. Und habe ja gesagt, ich füge dann einfach die Namen ein. Und ja, da habe ich dann offscreen nochmal den ganzen Berg hier, den ganzen Vulkan erkundet und habe mir das so aufgeschrieben. Und auch ein paar Notizen gemacht und so eine kleine Skizze, wie der ausschaut. Da könnt ihr mal gucken, ne? Seht ihr die Linien? Ein Sonderbonbon! Habe ich das nicht gut gemacht, ne? So schnell eine Skizze gemacht. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen, weil das voll schön ist. Und das da? Was steht da oben? Voll zerknittert, ey. Erzähler. Achso, das ist das. 2 Sekunden. Was? Kampf? No. Was? Ich glaube, ich habe mir da Notizen gemacht. Hier, wenn man das lesen kann. Ja. Ich glaube, ich habe mir da Notizen gemacht für den Rivalen in Pokémon Perl, weil da habe ich ja den nicht gesprochen, sondern hat ja ein anderer gesprochen, der mir seine Datei, wie er das vorliest, der zugeschickt hat. Und da wusste ich nie wirklich, wie ich das timen soll mit dem Wegdrücken dann im Let's Play selber. Und ich glaube, da habe ich mir Notizen gemacht. Dieser Satz oder diese Zeile hat jetzt 2 Sekunden gedauert und alles drum und dran. Aber das war mir irgendwie zu doof, deswegen habe ich das dann auch unterlassen dann. Aber ich wollte euch dann nur mal einen kleinen Einblick geben in dieses Let's Play. Und hinten habe ich, glaube ich, da war auch irgendeine Panne. Irgendeine Panne war da, aber ich weiß nicht mehr so genau, was für eine Panne das war. Wo etwas verloren ging und dann wieder der Erzähler-Sebi rauskam mit dieser einen Musik. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert in diesem Let's Play. Das war, glaube ich, außer in Alpha Saphir, aber das war eigentlich in jeder Gen jetzt so. Dass es eine Panne gab, dass irgendwie die Aufnahme, mein Commentary irgendwie zerstört wurde von irgendwas und ich dann irgendwas machen musste. Also so zusammengefasst. Nein, das war Pokémon Perl, ich weiß wieder.
das Finale von der Hauptstory so gesehen, ne? Mit Cyrus und alles drum und dran. Warum lasse ich dich jetzt drinnen? Ich muss mehr aufpassen, ey. Warum kannst du nicht Voltwechsel oder ein Eisvoltwechsel? Eiswechsel. Autoreifenwechsel, ne? Schneebanketten rauftun. Genau das ist die Devise, ne? Das muss Game Freak mal einführen und so, weil das gehört sich so. Naja. Aber da ist auch irgendwas passiert mit dem Commentary und deswegen habe ich mir da hinten auch Notizen gemacht, wie ich das Intro gestalten soll. Ja, Zela zurück und irgendwie so. Aber dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, das ist nicht wirklich mein Stil, so nach Zettel zu vorlesen und dann halt das irgendwie aufnehmen. Das ist auch der Erzähler, war nie so, ich schreibe mir was auf, lese das runter, sondern ist einfach nur, ich nehme jetzt auf und spontan quassel ich, was mir durch den Kopf geht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, fuck it, geh weg. Ich mach so, wie es eigentlich gewahrt ward. Je mehr man kämpft, desto stärker wird man. Und je mehr man gräbt, desto größer wird das Loch. Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge. Oh mein Gott! So. Vanille auch noch. Warum nicht? Warum nicht? Ist einfach so. Und jetzt müssen wir wieder... Na, nicht ewiges Eis. So. Na, warum denn? Ich habe noch eins nach unten gedrückt. Spiel! Mach nicht Sachen, die ich nicht gemacht habe. So. Hier ist voll das Chaos, ey. Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte mal wieder zurücklatschen, weil es schaut schon so aus, dass hier richtig lang geht. Okay, jetzt wechsle ich mal aus, weil da kämpfe ich sicher nicht mit meiner Vanille. Obwohl, es ist wieder so ein Viech. Dann schicke ich jetzt lieber mal... Na, Shion. Shion, doch, kümmerst dich doch um diese blöden Pokémon hier. Los! Kämpf gegen mich, du Karate-Fuzzi! Sag nichts, ein Kampf sagt mehr als 1000 Worte. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich, Ismail. Ein Karatonis! Oh mein Gott! Aber diese Dinger da, sein Gürtel so gesehen, die bommeln ja da herum. Heißt es? Das Blaue, beziehungsweise das ist ein Mantel, was das hat, oder ist das ein Teil vom Körper, was da so herumbommelt? Das ist irgendwie merkwürdig. Wenn man es mal näher betrachtet. Durchbruch, spinnst du, du doofes Viech? So, mal schauen. Okay, gut. Gut. Es ist nicht so extrem bulky, wie ich Erinnerung habe. Ist Erinnerung? Ja, ich weiß, ich habe ihn gerade mit Flug und so angegriffen. Ja, die Attacke heißt Flug und nicht anders. Okay, Protein. Aber trotzdem. Ich hätte mir vorstellen können, dass es das durchhält. Naja, ist mir egal. So, jetzt kämpfen wir mal gegen den und dann würde ich sagen, die Folge ist auch wieder vorbei. Ach ja, das ist wieder so eine Höhle, wo ich einfach nur das Gefühl habe, ich schaffe überhaupt nichts in diesem Part. Und das ein paar Parts lang. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich ziemlich langsam gerade bin oder so. Na, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich das doch gerne mal kürzer angehe. Na, kürzer. Alles etwas länger angehe und nicht da einfach nur so durchwasche. Ich nehme mir da immer die Zeit. Das ist mir auch aufgefallen, als ich letztens in die Projekteliste gesehen habe. Da sieht man auch wieder, wenn ich es mal mit anderen vergleiche, wenn die Zeit angeben, dass ich da doch mit den Spielen jeweils im Let's Play doch sehr viel Zeit in diese Spiele investiere. Weil jetzt Pokémon bezogen habe ich jetzt außer Pokémon Blau waren es insgesamt 54 Stunden oder sowas. Also jetzt mit Offscreen alles einberechnet. Und alle anderen waren über 70. Pokémon Alpha Saphir war glaube ich 160 Stunden. Pokémon Inazuma Eleven Go 1 waren ja über 200 Stunden.
Das kann ich euch jetzt auch mal fragen. Seid ihr welche, die eher durchwaschen und dann gegen Ende vom Spiel nicht so eine große Spieldauer habt? Oder seid ihr so wie ich, die einfach sich sehr viel Zeit nehmen mit dem Spiel? Das ist auch mal interessant zu wissen. So, aber ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss und schau, was ich verpasst habe bis jetzt. Zum Beispiel hier war ich... Na, von hier kamen wir. Aber ich glaube... Ha, versteht ihr? Hier, wir. Ich glaube, oben war noch irgendetwas. Naja, aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Hurra!